Hallihallo, hier ist wieder Tom. Es gibt Neuigkeiten zu dem großen neuen Star Wars Open World Spiel von Ubisoft. Bisher gab es noch nicht allzu viele Neuigkeiten zu dem Spiel, aber das soll sich wohl in naher Zukunft ändern. Denn laut der Videospiel-Newsseite Kotaku ist es wohl so, dass wir mit dem Spiel 2024 rechnen können und das wohl im besten Fall auch bis April 2024. Laut der Seite gibt es wohl insgesamt zwei Quellen, die das mehr oder weniger so bestätigen. Was ja dann doch schon deutlich früher wäre, als man es jetzt vielleicht erwartet hätte. Bisher, wie gesagt, gibt es kaum Informationen. Wir wissen bisher eigentlich nur, dass es von Massive Entertainment kommt. Das sind die Entwickler der Division-Reihe. Also sowohl Division 1 als auch 2. Ansonsten hatten die auch bei Far Cry 3 mitgearbeitet. Und jetzt laut diesen neuen Leaks gibt es auf jeden Fall wohl ein paar neue Informationen, die mitbekommen haben wollen. Einerseits, wie gesagt, das Release-Datum bzw. der Release-Zeitraum mit 2024. Andererseits soll es da wohl möglich sein, interplanetar durch das Weltall zu reisen. Also quasi mit seinem Schiff verschiedene Planeten ansteuern, würde ja eigentlich sehr gut passen zu dem Spiel. Was ebenfalls sehr gut passen würde, wäre eine kleine Enthüllung davon. Und vielleicht wissen wir dann ja auch schon wirklich ein bisschen mehr. Und das ist wirklich was Handfestes, was richtig Echtes und nicht nur so ein paar Leaks, sage ich jetzt mal. Und zwar findet am 12. Juni ein Ubisoft Showcase statt. Das heißt, dort werden die ganz viele neue Spiele zeigen, beispielsweise auch das neue Assassin's Creed. Und dort wird vermutet, dass man dort auch wirklich was Richtiges zeigt zu diesem kommenden Star Wars Spiel. Wie gesagt, bis jetzt, ich weiß nicht genau, ob man auf diese Seite hören sollte oder könnte. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass das Release-Datum noch 2024 sein soll. Aber man muss auch sagen, bisher hat man sehr wenig Informationen und das wäre weniger als ein Jahr oder jetzt innerhalb des nächsten Jahres. Bin ich mir unsicher, ob das so stimmt. Wir werden es ja auf jeden Fall sehen. Eventuell wissen wir dann am 12. Juni mehr. Ich werde diese Ubisoft-Show sowieso dann livestreamen und eventuell kriegt man dann, wie gesagt, auch schon die nächsten Informationen zu diesem großen neuen Star Wars-Spiel. Wäre geil, wenn man nächstes Jahr sich auf ein richtig geiles, dickes Star Wars-Spiel freuen kann. Momentan, beziehungsweise dieses Jahr, haben wir ja Jedi Survivor bekommen und das war auch schon super. Wäre geil, wenn man da so einen Einjahrestakt an richtig tollen, dicken Star Wars Spielen hätte. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst euch vielleicht nicht zu früh jetzt auf das Ganze hypen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, inwiefern diese Quelle oder diese zwei Quellen bei Kotaku jetzt wirklich legit und vertrauenswürdig sind. Von daher, das war es auf jeden Fall mit den Informationen, die ich habe. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.